MID ist die Abkürzung für Measurement Instruments Directive oder auf Deutsch Messgeräte-Richtlinie. Sie trat 2006 in Kraft und bildet seitdem die regulatorische Grundlage für Messeinrichtungen innerhalb der EU. Mit der MID wurden ältere Einzelrichtlinien, die technisch überholt waren, aufgehoben und in einer Richtlinie harmonisiert. Die bis dahin erforderliche Ersteichung durch die Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle wurde mit der Einführung durch eine Konformitätsbewertung des Herstellers ersetzt. Außerdem wurde eine Marktaufsicht beim Messgeräteverwender eingeführt. Die Umsetzung in deutsches Recht erfolgt im Mess- und Eichgesetz und der Mess- und Eichverordnung. Die MID soll so durch eine Harmonisierung der Richtlinien innerhalb der EU zu einer einheitlichen Kennzeichnung der Geräte und Wettbewerbsgleichheit durch hohe Qualitätsanforderungen führen. In den Geltungsbereichen der Richtlinie fallen unter anderem Wasser-, Gas- und Wärmezähler sowie auch Elektrizitätszähler für den Wirkverbrauch. Nur Elektrizitätszähler, die MID-zertifiziert sind, dürfen für die steuerlich-rechtlich konforme Abrechnung von Verbräuchen eingesetzt werden. Die Gültigkeit der MID-Kennzeichnung von Energiezählern beträgt in Deutschland 8 Jahre. Generell ist die Eichdauer in den nationalen Eichordnungen festgeschrieben. Der Messgeräteverwender ist verantwortlich für den fristgerechten Antrag auf Nacheichung oder den Austausch der Geräte. Für MID-zertifizierte Zähler müssen Hersteller MID-Zertifikate zur Verfügung stellen. Diese finden sich in der Regel online auf den Webseiten der Hersteller. Neben diesen kannst du aber auch gerätespezifische Kalibrierreporte erhalten. Diese erhältst du unter Angabe der Seriennummer auch direkt beim Hersteller. Die meisten Hersteller bieten inzwischen kaum noch Zähler ohne MID-Zertifizierung an. Dennoch solltest du vorher prüfen, ob die Zähler entsprechende Zertifikate besitzen. Weitere Infos zum richtigen Einsatz von Energiezählern haben wir dir unten in der Beschreibung verlinkt.